So, eine Runde Warpips würde ich sagen. Wir nehmen Zufallsschlacht und natürlich Hardcore. Sind gespannt, was wir kriegen. Hoffentlich kein Hubschrauber-Level, weil diese Hubschrauber-Level, die finde ich so arg ätzend. Oder wo man Hubschrauber kriegt, einfach weil dann wartet man die ganze Zeit auf Hubschrauber. Wir haben das große Geschütz und wir haben die Dampffeuerraketen, so wie es aussieht. Das große Geschütz finde ich fast ein bisschen langweilig, weil das so stark ist und so. Ja, zieht man zusammen einen Hubschrauber. Gut, spielen wir ein Hubschrauber-Level mal. Hubschrauber-Level bedeutet ja im Grunde, dass ich jetzt die ganze Zeit nur auf 5 Pips spare, dass ich dann den Hubschrauber nehmen kann. Einfach um dann mit dem Hubschrauber im Grunde die Gegner zu besiegen und dann irgendwie 3, 4, 5 Pips habe, die dann auf die Basis schießen. Das heißt das Ganze ja. Jetzt brauche ich mal relativ wenig Geld, aber wenn Fahrzeuge kommen, setze ich hier auf jeden Fall mal zwei. Ah, genug, nicht genug Geld. Setze ich hier mal zwei TOW-Werfer. Der Stufenaufstieg ist natürlich jetzt auch noch wichtig. Einfach, damit ich jetzt nicht nur ein Pip bekomme. Jetzt müsste der TOW gleich den Buggy kaputt machen. Jawohl. Jetzt nehmen wir den fünften Pip mal dazu. Und ja, wie gesagt, das ist, also ich finde Hubschrauber-Level oder Level, wo man Hubschrauber kriegt, finde ich mal relativ langweilig. Einfach, weil ich jetzt einfach darauf warte, einen Hubschrauber zu kriegen. Was soll ich anderes machen? Also, jetzt habe ich 5 Pips. Jetzt kann ich einmal Stufenaufstieg machen. Jetzt fahren die natürlich dummerweise auf meinen TOW-Werfer. Also, ja, das ist einfach. Ja, jetzt kann ich die 3 nochmal nehmen. Mit dem ersten Stufenaufstieg ist es eigentlich ziemlich cool, weil dann kriege ich da zumindest nicht nur 3, sondern dann 6 und mit dem nächsten Stufenaufstieg 9. Jetzt schießt die natürlich mit dem Scharfschützengewehr auf meinen TOW. Jetzt nehmen wir trotzdem mal den Hubschrauber, weil ich vermute, dass in der oder der Welle ein Panzer oder sowas kommt. Und das wollen wir natürlich dann nicht ohne Hubschrauber haben, sonst haben wir da ja gar keine Chance. Wie gesagt, das ist Hubschrauber-Level. Meistens kriegt man das große Geschütz mit hoher Reichweite und so. Wenig Überhitzung dazu. Und jetzt kann ich einfach nur darauf warten, dass ich den Hubschrauber kriege. Dann warte ich einfach die Welle ab. Aber da ist normal, dass unsere Basis ab und zu mal angegriffen wird. So, jetzt haben wir die 2 vom Hubschrauber. Hier haben wir noch Präzision von 70. Oh, das war jetzt schlecht, habe ich nicht drauf geachtet. Vor lauter Schwätzen. So, dann müssen wir jetzt vermutlich hier mal ein paar Pips noch nehmen, weil ich eben vor lauter Schwätzen das. So, die TOW-Werfer sind wirklich echt mächtig. Die machen diese Buggies da kaputt, wenn sie treffen. So, Geschütz ist nicht mehr überhitzt. Jetzt muss ich da nicht so schwätzen, sondern vielleicht ein bisschen aufpassen. So, jetzt haben wir also den Hubschrauber. Wir haben 5 Pips. Natürlich, wenn die hier erst erledigt sind, den haben wir jetzt. Wenn wir jetzt genug Geld haben, können wir uns auch einen Hubschrauber leisten. Aber das warten wir jetzt noch kurz ab. Jetzt geht es eben darum, sagen wir mindestens 9 Pips oder so zu kriegen. Einfach damit nachher, nach der Welle, können wir dann den Hubschrauber vorpreschen. Der macht dann alles kaputt und dann die normalen 2, 3, 4, diese normalen Pips, beziehungsweise dann die Pipsqueak, die machen das dann. So. Jetzt kommt eine kleine Welle, jetzt spare ich mir das mal, weil ich vermute, jetzt kommt ein größeres Fahrzeug. Bis jetzt noch nicht. Nehmen wir wieder unsere 3 Pips mal. Doch, jetzt kommt ein Fahrzeug, machen wir einen Stufenaufstieg. Wenn diese 3 Pips weg sind, dann können wir den Hubschrauber nehmen. Wir können mir aber das Geld jetzt auch ein bisschen sparen, weil diese Dampffeuer haben jetzt auch das Fahrzeug kaputt gemacht. Der TOW-Werfer hat den Buggy kaputt gemacht. Machen wir einen Stufenaufstieg. Also die TOW-Werfer sind meine absoluten Freunde, muss ich echt sagen. Da bauen wir gleich nochmal einen hin. Du machst den nicht kaputt. Also wie gesagt, ich sag's gerne nochmal. Das ist so ein bisschen langweilig, finde ich, mit diesen Hubschrauber-Leveln. Weil jetzt ist tatsächlich so, man wartet eigentlich nur die ganze Zeit drauf, dass man einen Hubschrauber hat, einen Stufenaufstieg und dann genug Pips nach vorne schicken kann, um die Basis anzugreifen. Der Hubschrauber greift die Basis ja nicht an. Ja,
Deswegen müssen wir jetzt warten. So, da kommen zwei. Ich glaube, jetzt nehme ich trotzdem mal einen Hubschrauber, falls ich hier überhitze. Wie gesagt, das Basisangreifen, das stört mich jetzt eigentlich gar nicht so arg. Jetzt habe ich Stufenaufstieg, das heißt, ich bekomme für jeden von den drei Pips hier, also habe ich dann sechs Stück insgesamt. Und nachher neun Hubschrauber hat das gleich das Geschütz kaputt gemacht. Der Hubschrauber macht jetzt gleich den Turm kaputt. Damit wäre der Weg frei, aber der Hubschrauber greift die Basis nicht an. Das heißt, ich muss im Grunde jetzt einfach warten, bis ich genug Pips habe. Dann warten, dass der Hubschrauber voll ist. Und dann kann ich die Basis relativ leicht angreifen. Jetzt blinkt gleich der Ölkanister. Hier kommen jetzt die zwei eben. Warten wir auf die anderen zwei. Jetzt macht der Hubschrauber gleich noch den Wachturm kaputt, wenn kein Auto kommt, und dann dreht er ab. So, genau. So, jetzt müssen wir bloß darauf achten. Jetzt beginnt gleich die große Welle. Da kommt vielleicht ein Panzer oder ähnliches. Müssen wir ein bisschen drauf achten. Jetzt können wir aus Spaß trotzdem hier nochmal ein paar Stachelzäune setzen. Dann geht da schon ein bisschen was kaputt. So, müssen wir warten, bis die ausgestiegen sind aus ihrem Hubschrauber. Bis dahin eben mit dem schweren Geschütz hier. Die zwei Buggys. Nehmen wir noch einen Pip dazu. Jetzt nehme ich trotzdem mal den Hubschrauber, weil wir in der Welle sind. Und jetzt kommen eben so ein paar fiese Fahrzeuge. Jetzt kommt der Hubschrauber mit einem Schuss in die kaputt. Zack. Zack. Da unterstütze ich mal noch ein bisschen. So, dann setzen wir auf jeden Fall einen TOW-Werfer dahin. Nehmen die drei Raketen noch dazu, machen einen Stufenaufstieg, nehmen den einen Pip einfach, dass er noch nachlädt. So, dann setzen wir noch ein paar TOW-Werfer. So, und jetzt müssen wir eigentlich gucken, dass wir mal eine Ölplattform noch hinkriegen, dass wir immer genug Geld für den Hubschrauber haben. Das habe ich jetzt so ein bisschen ignoriert, muss ich sagen. Wenn man so viel mit dem Geschütz macht, gibt man ja auch kaum Geld aus. Und auch wenn man diese Peepsquawk oder Peepsqueak hat, dann braucht man ja im Grunde am Anfang auch ganz wenig Geld, weil man ja nichts ausgeben muss. Sagen wir mal Stufenaufstieg. Dann können wir dann nachher die drei losschicken, wenn der Hubschrauber eben den Weg frei gemacht hat. So, jetzt brauchen wir hier 175 dann gleich wieder für den Hubschrauber. Wobei ich das mal sparen möchte, je nachdem, was kommt. Da kommt ein Buggy. Da haben wir den TOW-Werfer, den machen wir das Geschütz schon mal bereit. Denn vielleicht können wir auch eine Ölplattform nehmen, anstatt einen Hubschrauber. Das müssen wir gucken. Die sind beide kaputt. Also diese TOW-Werfer liebe ich total. Die sind echt super. So, Fahrzeug kaputt. Fahrzeug kaputt. Stufenaufstieg. Ja, die Welle geht noch wahrscheinlich zu lang. So, jetzt haben wir ein bisschen Ruhe hier noch. Ja, die Runde ist nicht so glücklich, gebe ich zu. Aber wie gesagt, das finde ich immer bei diesen Hubschrauber-Leveln, finde ich, ist immer genau das. Man wartet eigentlich nur drauf, dass man zum Schluss Hubschrauber kriegt. Ja, ich lasse mal die Basis ein bisschen abschießen, das ist okay. Damit kann ich jetzt gerade leben, eben weil ich eine Plattform haben will, also ein Ölbohrturm haben will. Machen wir den Stufenaufstieg. Ah, jetzt muss ich den Hubschrauber nehmen, sonst wird das nichts. So, da kommt ein Panzer, das heißt, es war ganz gut, dass wir jetzt den Hubschrauber genommen haben. Der ist nämlich auch gleich kaputt. Können wir einen Pip dazu nehmen? Jetzt können wir hier eine Plattform hinsetzen. So, und jetzt können wir wieder abwarten, bis der Hubschrauber quasi abdreht. Genau, drei Pips oder neun Pips können wir schon mal losschicken. Die überleben zwar nicht so arg lange, aber können unterstützen. So, nehmen wir nochmal einen Pip. Weil Geld brauchen wir jetzt zum Glück uns keine Gedanken mehr drüber machen, weil wir ja die Ölplattform haben.
So, der Hubschrauber hat jetzt kein Benzin mehr. Nehmen wir noch einen Pip dazu. Aber wichtig ist eben, dass man die 175 hat. So, wenn wir jetzt aus der Welle raus sind, jetzt warten wir das ein bisschen ab hier noch. Jetzt spare ich mir auch die drei Pips, das heißt, jetzt spare ich relativ viel Geld einfach noch. So. So, dass die das Fahrzeug schon kaputt machen. So, dann nehmen wir Geld. Jetzt nehmen wir einen Hubschrauber. Und jetzt machen wir die restlichen Pips eben voll. Feuern die drei Raketen ab. Und dann können die jetzt eben nach vorne marschieren in der grünen Welt. Das ist das, was ich gemeint habe. Jetzt muss man wirklich das aushalten, bis die erste Welle vorbei ist. Der Hubschrauber erledigt jetzt ganz spontan alle. Ganz easy peasy. Jetzt lasse ich die nach vorne rennen. Egal, was da jetzt von den Gegnern rauskommt, das erledigt der Hubschrauber. Können wir hier mal Stacheldraht setzen, auch wenn es natürlich ist. Und jetzt feuern meine eben hier auf die Base. Und wenn jetzt einer rauskommt, sind es ja genug. Und das war's. Also, wie gesagt, Hubschrauber-Level, ich habe jetzt mal eins gespielt, aber ich mag es eigentlich gar nicht, weil das ist, macht nicht so arg viel Spaß.